Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft. Ja, in der letzten Folge sind wir weiter durch die Stadt bis zu diesem Ort hier. Und hier wollen wir jetzt weitermachen. So, das ist die Speerkarte. Gewinnt das Vertrauen von König Rastak. Tarn und dem Rat der Zankuli. Klicken, um den Speerbericht anzusehen. König Rastakan ist ein uralter Herrscher, dessen Vertrauen sich neue Verbündete erst verdienen müssen. Das gilt auch für uns, wenn wir seine Flotte wollen. Zulanza ist der Machtbesitz des Zandal-Imperiums und ein guter Ort, um diese potenziellen Verbündeten für uns zu gewinnen. Sprecht mit Prinzessin Talanji. Warum müssen die alle so seltsame Namen haben? Ich weiß es nicht. Viel zu tun. Macht's kurz. Sandala ist immer da. Sandala ist immer da. Habe ich das einmal. Jetzt, wo ihr euch ein wenig eingelebt habt, redet am besten mit meinem Vater. Ihr findet ihn im Thronsaal auf seinen Thron, umringt von falschen Beratern, die zweifellos seinen Geist mit falschen Ratschlägen vergiften. Der Aufzug hinter euch bringt uns direkt zum goldenen Thron. Auf dass die Schädel eurer Feinde eure Kleider schmücken. Danke. Glaube ich. der Aufzug hinter uns. Moment. Warum ist jetzt hier noch ein Fragezeichen? Weil das über mir sein soll, glaube ich. Okay. Den meinen sie aber, oder? Den Aufzug? Kann man den benutzen? Hallo? Ich glaube, den kann man gar nicht benutzen. Vielleicht meint sie auch die andere Seite. Hinten ist auch nochmal so ein Aufzug. Die Fragezeichen und so verwirren mich jetzt. Nee, den Aufzug kann sie aber eigentlich auch nicht malen, weil hier tut sich gerade auch nichts. Ich bin etwas verwirrt jetzt. Ich gebe es zu. Was für ein Aufzug und warum habe ich hier ständig irgendwelche Fragezeichen angezeigt, die quasi hier sein sollen? Ich vermute mal, dass das jetzt über mir sein soll. Moment, das war jetzt der Aufzug, den ich als erstes versucht hatte, ne? Da komme ich raus. Was ist denn hier eigentlich? Königlicher Bratrost. Also es hört sich so an, als ob man hier essen kann. Was ist hier? Hier geht die Treppe runter. Ja. Also in dem Fall scheitert es jetzt schon daran, dass wir den Aufzug nicht finden. Aber Moment, wir können auf jeden Fall hier hoch. Das ist schon mal gut. Aber da müssen wir nicht hin, weil hier ist dann wieder Sackgasse. Na toll. Also wir erkunden jetzt so ein bisschen unfreiwillig hier die Burg. Und schauen mal, kann man da irgendwas mit machen? Nee, ne? Und schau mal, wo wir jetzt hier rauskommen. Ne, da geht's auch schon wieder runter, habe ich gesehen. Okay. Also das mit den Pfeilen und alles, das ist doch schon sehr verwirrend, weil normalerweise werden halt eben die Dinge angezeigt, die man auf dieser Ebene... Habe ich mich jetzt gerade erschrocken? Die man auf dieser Ebene benutzt. Und ja, irgendwie zeigt er hier was ganz anderes an, habe ich so das Gefühl. Hier kommen wir wieder raus. Raus sollen wir aber nicht, wenn ich das richtig sehe. Der zeigt auch wieder an, dass ich wieder reingehen soll. Der zeigt mir an, dass ich da hoch soll. Das ist mir schon klar. Aber was für ein Aufzug und wie kann ich den benutzen? Beim letzten Mal, als ich da reingelaufen bin, ging das Ding einfach so an. Also auf. Also beziehungsweise zu. Und dann bin ich da hochgefahren. Kann ich hier den Gong schlagen? Ich brauche Hilfe. Ah, ja, 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 ja. Mal hier. Ah! Man muss auf den Boden klicken, nicht auf die Wände. Aha! Wieder was gelernt. Mal gucken, ob ich es bis zur nächsten Folge auch behalte. So, da ist unser Ziel. Ich denke mal, dass wir erstmal mit den Ausrufezeichen. Moment, die Ausrufezeichen sind neue. Dann ist das erstmal der hier, mit dem wir sprechen. Ihr steht vor König Rastakan. Resan, verleih euch Stärke. Mein Prophet ist ein treuer Diener, aber er hat seine eigenen Vorstellungen von der Ordnung der Dinge.
Ich sende ihn nach Tal Gurub, um dort einen durch ihn verursachten Schlamassel wieder in Ordnung zu bringen. Einer seiner Schüler, ein Hexendoktor namens Voljamar, hat die Enklave der Gurubashi eingenommen und meine Wachen vertrieben. Trefft euch in Tal Gurub mit Zul und kümmert euch um dieses Problem. Stellt sicher, dass ihn nichts ablenkt. Ich habe ein ganz anderes Problem, das ist eure Schuld, Leute, Prophet. Und zwar euren Namen. Also kümmert euch drum. Euer Wunsch ist mir Befehl. Aber ich habe vorhergesehen, dass Voljamba nicht durch meine Hand stirbt. Dann nehmt unseren neuen Sprecher mit. Problem gelöst. Ah, ja. Hat sich als nützlich erwiesen. Ja, habe ich. Die Frage ist, ob wir das jetzt noch mit annehmen sollen, weil ich würde nämlich schon gerne die Story jetzt so hintereinander an erstmal abarbeiten. Kann man hier draußen? Ja, kann man. Okay, perfekt. Weil, ich glaube, dafür müssten wir erstmal fliegen lernen. Das können wir noch nicht. Ist hier irgendwo ein Aufzug? Zufälligerweise. Achso, hier drin darf ich jetzt wieder nicht. Okay, beim dritten, vierten Mal klicken funktioniert's. So, hier irgendwo war der Ausgang. Wo sind wir denn jetzt? Achso, hier in der Mitte. Genau, dann ist da hinten der Ausgang. Ach, der mich erschreckt. Der war ja riesig gerade. So, ich habe null Ahnung, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Aber wir schauen mal. Wir haben... Das ist hier, oder? Nee, Moment. Wir sollten uns in Tal Gurub treffen. Tal Gurub, das ist aber nicht... Hier in der Nähe. Warum wird mir da nicht angezeigt, wo ich entlang soll? Oder Moment, da unten wird mal was angezeigt, oder? ja, das ist vielleicht eher, wenn man irgendwelche komischen Viecher, so Drachen oder sowas wie hier oben. Kann man die benutzen? Kann ich die benutzen? Guten Tag, kann ich dich benutzen? Moment, ich versuch's mal. Kann ich anscheinend nicht. Schade. Ich bin verlassen. Ach so, ich kann ihn vermuten. Unsere Zeit wird kommen. Kann das sein, dass ich den deswegen nicht benutzen kann, weil ich hier noch nicht Freund bin? Das könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Ja gut, dann müssen wir halt zu Fuß laufen. Beziehungsweise nicht ganz zu Fuß laufen, aber es ist ja doch schon ein ganz schönes Stück, bis wir dann da sind. So, ich würde sagen, damit ihr nicht so langweilig die ganze Zeit zuguckt, wie ich hier auf dem Ding reite, falls ich denn hier runterkommen sollte, einen Weg runterfinden sollte, würde ich sagen, treffen wir uns dann gleich am Zielort wieder. Und schau mal, wie es mit der Quest weitergeht. Bis gleich. So, das ist schon ein ganz schöner Weg bis dahin gewesen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es rausgeschnitten habe. Oh. Versteckt euch nicht länger hinter eurer Maske. Ihr kauft euch nur ein bisschen Zeit. Aber nicht viel. Wenn ihr gesehen hättet, was ich gesehen habe, würdet ihr dasselbe tun. Kommt, ich zeig's euch. Ich habe vorhergesehen, was ihr sagen werdet. Also macht schon hin. Ach ja, meine neue Eskorte. Ihr seid hier, um den Willen des Königs durchzusetzen. Es wäre doch eine Schande, wenn der alte Rastakan von euch enttäuscht sein würde. Vor allem nach eurer Leistung in Sturmwind. Finstere Zeiten brechen an. Das Trollimperium wird sich wieder erheben. Ich hab's gesehen.
Eigentlich bin ich hier, um mich um meinen eigenen Schüler zu kümmern. Ihr könnt euch mit seinen Anhängern herumschlagen. Ich hatte eine Zukunftsvision und sie war sehr besorgniserregend. Rote vergiftete Flüsse und Leichen in den Straßen. Und diese Jambani erklären sich zu den neuen Herrschern von Zuldaza. Das darf nicht passieren. Zu eurem Glück weiß ich, das zu verhindern. Ihr werdet bemerken, dass noch eine wichtige Zutat in den Kesseln fehlt. Er starrt euch an. Vielleicht etwas, das dem Ganzen ein wenig Körper verleiht? Okay, wieso kann ich das hier eigentlich nicht runterscrollen mit der Maus? Questziele. Verbessert 2 Gebräue, die von den... Oh Gott. Alter Jamba-Akolyten zubereitet wurden. Ich hoffe für euch, dass da steht, wie ich die verbessern kann, weil sonst habe ich absolut keine Ahnung. Das ist finster, Mann. Ja. Echt finster. Finde ich auch. Volt Jamba besitzt die wahre Sicht. Er wird sich also in diesem Moment schon auf uns vorbereiten. Seine wahre Sicht ist aber fehlerhaft. Wir werden sein Dasein ein Ende bereiten und seine Anhänger gleich mit ihm untergehen lassen. Euer Werkzeug dazu ist die Urne der Stimmen. Nehmt sie euch und erkundet Tal Guru. Zerstört seine Golems und Masken. Sobald die Geister befreit sind, werden sie die Urne erfüllen. Versucht nicht zu sterben, ja super, während ihr sie haltet. Die Urne der Stimmen ist nicht wählerisch. Okay, sammelt 30 Seelenunzen von Gegnern. Ich habe eine Nachricht für meinen alten Schüler. Ihr werdet mich finden, wenn ihr die Narren erledigt habt, die ihm hörig sind. Okay. Oh, ich habe eine... Ach du Scheine. Was hab ich denn jetzt hier gerade auf dem Rücken? Das ist eine neue Quest. Moment, jetzt muss ich mal schauen. Es sind mehrere Stellen. Da oben ist eine Stelle. Oh Gott, ich traue mich schon gar nicht. Oh, wo kommt der zweite jetzt her? Hallo, Leute! Oh, Leute! Warum ist der Idiot so schnell? Ich bin gleich tot! Aber ich muss doch mit dem kämpfen. Wie soll ich das denn machen? Das war das Teleportieren. Okay. Das hatte mir jetzt mal gar nichts ausgemacht. Ja, ich habe keine Ahnung. Also heilen kann ich mich nicht. Ich sterbe jetzt mal. Ja. Keine Ahnung, wie ich den jetzt machen soll. Aber da steht, ich soll hier oben hingehen. Ein wenig mehr Körper, Seelenunzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also keine Ahnung, wie ich das machen soll. Das hat wahrscheinlich hier mit dem Körper zu tun, der hier oben liegt, denke ich mal. Ja, Todesursache kann ich sagen. Der Typ ist zu schnell. Es ist nur ein, also der ist auch zu stark natürlich, aber der Typ ist zu schnell, eindeutig. Ich hatte euch davor gewarnt, in der Nähe der Urne zu sterben. Okay. Okay, er hat uns davor gewarnt, in der Nähe der Urne zu sterben. Das ist ja auch alles schön und gut. Und nun sind wir jetzt hier in der Geisterwelt? Das ist heute irgendwie alles sehr verwirrend. Moment, das ist der Ausgang, so wie es aussieht. Was ist das für ein Mist hier?
Warum betet er das Ding hier an? Ich hatte euch davor gewarnt, in der Nähe der Urne zu sterben. Okay. Keine Ahnung. So, hier kann man rein. Ich weiß nicht, warum das jetzt so komisch... warum das so komisch... Bin ich jetzt immer noch tot, oder was? Es steht zwar Rückkehr zum Friedhof, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich mach das mal einfach. Ich hatte euch davor gewarnt, in der Nähe der Urne zu sterben. Ja, ist ja alles schön und gut, Junge. Dann hilf mir doch einfach mal. Wird für seinen Frevel bezahlen. Ja, toll. Das bringt mich jetzt nicht weiter. Wie soll ich denn jetzt... Was soll ich denn jetzt machen? Hallo? Was ist das denn hier überhaupt? Geistererscheinung. Bewegt euch in Richtung eures Leichnams und sprecht mit einem Geisterheiler, um wiederbelebt zu werden. Hä? Was für ein Geisterheiler und wo ist mein Leichnam? Also ich denke mal, das ist der rote Pfeil, aber wieso versetzen sie mich denn nicht direkt zu dem Leichnam? Das ist ja total unlogisch. Der Stern war vorher auch schon da, ne? Hi, kann mir einer von euch helfen? Ich bin gestorben. Oh, jetzt läuft der Typ hier immer noch rum. Aber da ist auch so einer. Warum hört keiner zu? Das Ende ist nah. Nein, wieso kommt der jetzt schon wieder? Ah! Mein Ende ist nah, ich weiß es. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht mehr. Ich bin tot. Okay. Ja. Ich würde sagen, ja, halt die Klappe. In der Nähe der Urne zu sterben. Ich muss wieder hier rum. Also das ist wirklich selten dämlich gemacht mit dem, wenn man gestorben ist irgendwie. Ich weiß, dass wir das schon mal hatten. Einmal bin ich gestorben damals bei den alten Aufnahmen. Aber erstens, das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Und zweitens, ich kann mich nicht daran erinnern, dass das so wirklich dämlich gemacht war. Das ist jetzt... Da hätten wir doch die Treppe da hochgehen können, ne? Zumindest bin ich jetzt irgendwie am Zielort, aber ich habe keine Ahnung. Das ist ein Totem? Da sind aber auch irgendwie tote Leute drin, ne? So wie ich das hier sehe. Nee, ich will mich erst bei meinem Körper wiederbeleben. So, der ist hier. So. Segen der Loa auf euren Reisen. Sprecht. Okay, der scheint mich nicht angreifen zu wollen. Ich höre zu. Oh! Ach, das war Absicht! Okay. Das Ende gesehen. Aber wir überleben. Oh, warum sind die dreimal schneller als ich? Ich verstehe es nicht. Da kann man auch gar nicht vorweglaufen irgendwie. Was ist das für ein Mist? Es kann doch nicht sein, dass man direkt eine Aufgabe bekommt, die man gar nicht lösen kann, weil man nicht stark genug ist.
Ja, ich bin jetzt tot. Och, da kommt schon wieder so ein Krasti hier. Aber der ist jetzt näher bei mir. Ich hatte euch davor gewarnt. Ach, halt die Klappe. Und wenn ich hier durchsterben muss, bis ich bei dir bin. Dann habe ich zumindest den Teil schon mal gemacht. Aber keine Ahnung, wie ich die Masken dann kaputt kriegen soll. Die Masken scheinen mich... Ne, die sehen mich doch nicht. Ich dachte gerade schon. Oh, oh. 4 Sekunden bis zur Wiederbelebung? Was? Geht weg! Ich kann euch eh nichts. Oh, jetzt kommen die ganzen Masken mit, oder was? Ja, hau ab, Junge! Mann, warum sind die so schnell? Nee, Moment, da geht's aber wieder zurück, oder? Die verfolgen mich bis hier. Oh. Da ist noch eine Maske. Jetzt, irgendwie laufe ich jetzt hier komplett falsch. Das war. Ach so, bei dem Typen war das doch. Ach. Ja. Wie ungültiges Ziel. Wieso kann ich den nicht angreifen? Hallo? So. Ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen heilen. Ist aber noch... Nee, jetzt ist es nicht mehr aktiv. Mana Brownie. Jetzt sind doch bestimmt lecker. Schade, dass man die nicht sehen oder essen kann. Ich habe jetzt gedacht, es kommt hier so ein Tisch voller Brownies her oder so, aber nein. Der hat auch Level 11, aber den darf ich nicht angreifen, warum auch immer. Sagen wir, warten jetzt erstmal, bis der zu Ende gespuckt hat hier. So, jetzt sind wir wieder bei dem Typen. So, wie bin ich jetzt? Da bin ich da unten rumgelaufen, oder? Das Ding können wir jetzt aber nicht zerstören hier. Rede ich jetzt nicht um. Nur weil Jamba kann uns retten. Ja, ja. Ach, Mann. Was ist das jetzt für ein Arsch? Wieso hast du mich denn jetzt gesehen? Das geht noch nicht. Komm, mach. Er hat gesagt, wir überleben. Nee, ihr überlebt nicht. So. So, mit dir muss ich jetzt irgendwas machen. Euer Loa. Tschüss. Das finde ich lustig. Aber den Rest finde ich ehrlich gesagt scheiße, weil die viel zu stark sind. So. Also den großen Viechern sollte man echt aus dem Weg gehen hier. Das Problem ist, die sind hier überall. Kommt da jetzt ein großer? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich weiß noch nicht, warum ich diese Masken eigentlich nicht kaputt machen kann hier. Nein! Ich muss zuerst etwas anvisieren. Nein, ich muss zuerst hier weg. Mach den kaputt! Ruft euren Köter zurück, Sul! Ihr macht einen Fehler! Vision hin oder her! Rastakhan verliert die Geduld mit euch. Das hat Konsequenzen. Okay. Das Schicksal meint's echt nicht gut mit euch.
Oh, kann ich nicht behaupten. Finstere Zeiten brechen an. Mhm. Feuer mit Feuer bekämpfen, sagt man. Oder in diesem Fall Gift mit Idioten, die ihren Meistern in die Quere kommen. Ihr müsst ein... Achso. Band des kritischer... Tempo. Ja, Tempo hätte ich gerne mehr. Haben wir hier aber auch. Beinwickel zurzeit angelegt. Rüstung würde sich erhöhen. Intelligenz würde sich erhöhen. Ausdauer erhöhen. Tempo und Vielseitigkeit dazukommen. Würde ich sagen, nehmen wir die Beine. Das ist finster, Mann. Echt finster. Ja, ich fand's eigentlich jetzt ganz cool mit den Beinen. Kontakte. Wenn ihr mit einem anderen Spieler gern zusammengespielt habt, könnt ihr in eure Kontaktliste aufnehmen. Ja, was interessiert mich das? Moment. Ich kam... Tasche war mit B. So. Irgendwo haben wir jetzt gerade was bekommen. Das waren das die hier? Eine Rüstung. Die hat noch viel mehr Werte da drin. Moment, was haben wir denn jetzt an? Rüstung, Intelligenz, Ausdauer. Genau, und da waren noch zwei Sachen dazu. Wo ist denn das? Das war... Ja, das waren die Beine, genau. Aber sonst sehe ich hier keine anderen Beine. Ogerbildnis. Ach so, doch, hier. Ah, okay. So, tauschen wir das einmal. Dann Rüstung, Intelligenz, Ausdauer für die Arme. Konnte man das nicht irgendwie... Ach so, so hat er das jetzt automatisch getauscht. Was bist du denn? Ein Ring. Okay, kann man jetzt nicht so klar sehen. Das soll ein Gürtel sein. Schuhe haben wir bisher noch gar keine an, wenn ich das richtig sehe. Oder doch? Magierpantoffel, eine Rüstung. Und das? Auch eine Rüstung. Naja, gut. Aber die Haltbarkeit ist nicht mehr ganz so. Gürtel haben wir eine Rüstung drin. Irgendwo hatte ich doch eben noch einen Gürtel gesehen. Ausgefranster Gürtel ist auch nur eine Rüstung. Stufe 6, Haltbarkeit 20 von 20. Sollten wir mal austauschen. Kriegskette. Die haben wir vermutlich mal noch gar nicht, genau. Stoffkapuze, scheinbar auch nicht zu haben, nee. Siegelring. Ist das ein Ring? Nee, das sind Manschetten. Nehmen wir den doch auch noch mit da rein. Oder ich hatte den schon drin. Ist der Gegenstand nicht mehr handelbar? Was interessiert mich handeln? Och, Leute. Mach es doch einfach da rein. Ja, interessiert mich doch nicht. Ich will doch nicht handeln. Gerissener Eckzahn. Magier Stoffbänder. Drum, drum, drum. Bisschen Stoffhandschuhe. Ja, achso, Lehrlingsstab. Schaden 1 bis 2. Gegenstand 1, den haben wir, glaube ich, mal verbessert, ne? Schaden 1 bis 2, Gegenstand Stufe 3, ja. Dann würde ich sagen, dann haben wir so nichts mehr drin, was wir jetzt noch brauchen. Hätten wir vielleicht mal machen sollen, bevor wir nach unten gegangen sind. Oh mein Gott, was habe ich denn jetzt für ein hässliches Ding auf dem Kopf? Oh, kann man das ausschalten? Ja, da wir jetzt schon eine halbe Stunde hier rummachen, auch wenn zugegebenermaßen davon der erste Teil ein wenig Verwirrung war. Ich weiß immer noch nicht, was das hier ist, ob man die Sachen nehmen kann. Und die kann man nicht ausrauben, oder? Noch ist keiner da. Nee, egal was ich drücke, man kann nichts damit machen. Würde ich sagen, dass ich mich hier erstmal auslogge. Nicht direkt im Feuer am besten.
Und ja, dass ich dann in der nächsten Folge mal schaue, wie ich das hinkriegen soll, die Seelenunzen zu kriegen. Weil wir können das im Endeffekt nur machen, indem wir immer wieder sterben. Weil anscheinend kommt immer wieder so ein großes Viech, sobald wir so einen kleinen angreifen. Und das ist doch sehr, sehr nervig. Ja. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich weiß auch nicht, warum die hier total überlevelt sind. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, welches Level sie haben. Wenn ich das zusammenschneide, muss ich mal drauf achten. Aber normalerweise müssten die ja ungefähr mein Level haben. Aber trotzdem sind die so viel schwerer. Gut, ich muss jetzt auch dazu sagen, ich komme mit den Zaubern überhaupt nicht klar. Ich habe auch keinen Defensivzauber und nicht so, wie ich das jetzt hier spontan sehe. Kontert das Zauberwirken des Gegners. Naja gut, die zaubern nicht, die hauen einfach drauf, die einen, habe ich so das Gefühl. Richtig heilen in dem Sinne kann ich mich auch nicht, nur mit dem Ding hier. Und das ist irgendwie nicht viel, womit ich mich da heile, ist mir schon aufgefallen. Vor allen Dingen ist das auch eigentlich Blödsinn, weil man kann es nicht während des Kampfes anscheinend nehmen. Oder zumindest nicht, wenn man getroffen wird. Also das ist ein bisschen doof. Ja, das ist Frostschaden, Frostblitz. Ist auf jeden Fall nichts Defensives drin, ne? Mehrere Geschosse. Arkanschaden. Eine Minute mit einem Arkanenschild, der 81 Schaden absorbiert. Die Dauer aller schädlichen. Okay. Dann sollte ich das und das vielleicht mal miteinander tauschen. Das werde ich jetzt gleich offline nochmal machen, dass ich die mal tausche, damit ich die auf jeden Fall auch wirken kann. Und ja, also ich kenne es halt nur so bei The Witcher zum Beispiel. Man macht sich ein Schild rein und haut einfach drauf, so ungefähr. Also mit ein bisschen Hintergedanken noch, ob man noch irgendwelche Sachen, Bomben oder sowas benutzen kann. Bei Teso kenne ich es nicht anders. Man haut einfach drauf. Also ein Schild muss ich da normalerweise nie reinmachen. Es sei denn natürlich, man ist irgendwo auf Wett in irgendeinem Raid oder so. Dann nutze ich auch schon mal hin und wieder Schilde. Aber ja, das muss ich mir dann doch mal irgendwie versuchen, zu Gemüte zu führen, immer das Schild zu machen. Wobei 81 Punkte hören sich nicht viel an, könnte aber eventuell über Leben und Tod mal entscheidend. Ja, ich bin mal gespannt. Also wir werden dann mal schauen, ob wir mit der Taktik vielleicht auch mal einen großen in der nächsten Folge platt kriegen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!